Der Tennisarm ist eine Erkrankung, die eben auch resultiert aus einer Überbelastung der Muskeln, des Streckapparates der Finger. Die ganzen Strecksehnen laufen alle auf einem Punkt zusammen, knöchern und laufen übereinander und da schleift es eben oft. Und das macht auch eine Entzündung. Alles, was der Körper versucht zu reparieren, macht er über eine Entzündung. Und dadurch entsteht dann dieser Tennisarm, das heißt ein entzündlicher Prozess, der in der Sehne, in der Ansatzsehne von den Streckmuskeln der Hand vorherrscht.